Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen auf der Seite piavogel.de. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Seite besuchen und sich für den Islam interessieren. Und vielleicht gehören Sie zu den Glücklichen, die den Islam annehmen wollen. Und Sie wissen nicht, wo Sie den jetzt annehmen wollen. Wenn Sie den Islam annehmen wollen, zwischen sich und Gott, dann können Sie das entgegen der Behauptung vieler Leute auch ohne zwei Zeugen tun, nämlich ganz alleine. Dass Sie einfach die Schahade aussprechen, mit der vollen Überzeugung, dass der Islam die Wahrheit ist. Allerdings müssen Sie dann natürlich danach auch zu dem Islam stehen und Sie müssen natürlich auch versuchen, etwas vom Islam zu lernen, wie man betet etc. Aber das sind natürlich die Schritte, die daraufhin folgen. Und man sollte natürlich auch das Glaubensbekenntnis nochmal öffentlich machen, damit auch die Menschen in der Umgebung wissen, dass man Muslim geworden ist. Denn erstens, wenn man beispielsweise stirbt, dann wissen wir als Muslime, was wir für sie zu tun haben, wie das mit der Beerdigung ist, dass man sich darum kümmert, um diese ganzen Geschichten. Die zweite Sache ist, dadurch, dass sie den Islam annehmen und auch offen zeigen, gehören sie dazu, zu denjenigen, die damit den Islam auch verbreiten. Denn die Menschen in ihrer Umgebung werden sich die Frage stellen, wieso hat dieser oder jene Person, wieso haben die den Islam angenommen? Jetzt gibt es einige Fragen, die Menschen öfters beschäftigt. Wir haben es ja schon des Öfteren erlebt. Menschen haben bei uns den Islam angenommen. Alhamdulillah, das ist schon sehr oft passiert. Und des Öfteren kamen dann verschiedene Fragen, die Menschen noch klären mussten. Die eine Frage war zum Beispiel, ich will den Islam gerne annehmen oder ich bin kurz davor, den Islam anzunehmen. Jedoch habe ich ein Problem. Ich weiß noch nicht, wie ich bete, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das schaffe, alle Dinge zu praktizieren. Was das Gebet angeht, der erste Schritt ist, den Islam anzunehmen und danach lernt man das Gebet. Und das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Und natürlich weiß der allmächtige Gott auch, dass ihnen es nicht möglich ist, sofort alles zu praktizieren, sofort das Gebet komplett zu können. Deswegen ist es erstmal wichtig, den ersten Schritt zu gehen, den Islam anzunehmen. Und das ist ganz einfach. Da brauchen Sie nicht irgendwie 100 Euro Aufnahmegebühr zu bezahlen oder 40 Euro Monatsbeitrag, sondern Sie müssen einfach nur diese Worte nachsprechen. Eshadu en la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Das sprechen Sie nach. Das heißt, das bedeutet, ashhadu, ich bezeuge, an la ilaha, dass es keine wahre Gottheit gibt, illallah, außer Allah, wa und ashhadu, ich bezeuge, anna Muhammadan, dass Muhammad Rasulullah, der Gesandte Allahs ist. Das bedeutet das. Das spricht man aus mit der vollen Überzeugung, dass erstmal Allah der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Dass er das Recht hat, uns zu bestimmen, was wir zu tun haben. Mit der Überzeugung, dass Gott nicht zu niemandem gleicht, dass er ungleich seiner Schöpfung ist, dass er ein Wesen über unserer Vorstellungskraft ist und mit dem Glauben, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer ihm. Wenn man bezeugt, Eshhadu anna Muhammadan Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dann bezeugt man damit, dass man das glauben muss, was der Prophet Muhammad, Friede und Segen, mit ihm gebracht hat. Das heißt, das, was er berichtet hat, den Koran, dass man an jedes Wort glauben muss. Damit bezeugt man, dass man dem Propheten gehorchen muss in dem, was er befohlen hat, weil sein Befehl von Allah kommt, er ist sozusagen das Sprachrohr, und dass man das, was er verboten hat, dass man sich davon fernhalten muss. Und dass man Gott so dient, wie der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm, es gezeigt hat. Jetzt wird natürlich der eine oder andere fragen, ja, es gibt sehr viele Verbote und sehr viele Gebote im Islam. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe, die zu halten. Ich sage direkt, Sie werden nicht alles schaffen. Denn kein Mensch schafft alles, denn der Mensch ist ein Wesen, der sündigt. Und der Prophet a.s. hat dies gesagt, ja, der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm,
Kullu bani Adam khatan wa khairu khata'ina tawwabun. Alle Söhne Adams begehen Sünden und die besten derjenigen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die reuig umkehren. Das heißt, die ihre Sünde bereuen und sich um Verzeihung bitten und sich vornehmen, nie mehr zu dieser Sünde zurückzukehren. Und das ist auch ein Grund, warum Allah den Menschen erschaffen hat. Denn in der Sündhaftigkeit des Menschen manifestiert sich die Barmherzigkeit und die Verzeihung des allmächtigen Gottes. So sagt der Prophet, Friede und Segen mit ihm: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لياتي بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. Wenn ihr keine Sünden machen würdet, Allah würde euch wegschaffen. Und dann würde er mit einem Volk kommen, das sündigt und dann um Vergebung bittet und er würde ihn vergeben. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man sünden soll, sondern das bedeutet nur, was hier angedeutet wird, ist, dass Allah die Sünden verzeiht. Und was angedeutet wird, ist, dass ein Sinn der Schöpfung ist, dass der Mensch erkennt, dass er ein Wesen ist, das Fehler macht. Das dazu. Das heißt, wenn Sie beispielsweise ein Problem haben, von mir aus sind Sie drogenabhängig oder was auch immer, nehmen Sie erstmal den Islam an und dann arbeiten Sie daran. Ja? Wenn Sie glauben, dass Sie dem Propheten gehorchen müssen, wenn Sie glauben, dass der Islam die Wahrheit ist, dann steht Ihnen nichts in den Weg, den Islam anzunehmen. Der andere fragt, muss ich erstmal aus der Kirche austreten? Ich sage Ihnen, nehmen Sie erstmal jetzt den Islam an und treten Sie später aus der Kirche aus. Denn wenn Sie jetzt den Islam annehmen und Sie gehen gleich raus und Ihnen passiert ein Unglück, dann sind Sie schon mal auf der richtigen Seite. Denn es ist unabhängig davon, ob auf Ihrem Papier steht, katholisch oder evangelisch oder was auch immer. Der Nächste fragt, ja, ich habe es meinen Eltern noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, was werden meine Eltern dazu sagen. Und ich glaube, meine Eltern werden dagegen sein. Erstmal, es ist keine Bedingung, den Islam anzunehmen, dass die Eltern auch damit einverstanden sind. Es ist auch keine Bedingung, den Islam anzunehmen, es den Eltern sofort zu sagen. Vielleicht nimmst du erstmal den Islam an und praktizierst erstmal und erzählst es deinen Eltern erstmal gar nicht. Du darfst den Islam nicht verleugnen. Das heißt, wenn dich jemand fragt, bist du Muslim, dann darfst du nicht sagen, nein, nein, nein. Sondern, aber du musst auch nicht dir ein Schild auf die Stirn schreiben, ich bin Muslim geworden. Okay? Das heißt, man nimmt erstmal den Islam an und wenn man beispielsweise gefragt wird, bist du Muslim, sagt man, ich folge der Religion von Jesus. Denn die Religion von Jesus, Isa a.s., ist eigentlich der Islam, ist die Gottergebung. Deswegen, wenn du oder wenn sie jetzt bereit sind, den Islam anzunehmen und wenn sie sagen, ich glaube, der Koran ist die Wahrheit und ich glaube, das ist die wahre Religion und der einzige Weg zum allmächtigen Gott, dann können sie jetzt alle ihre Sünden, die sie begangen haben, begraben. Denn die Annahme des Islams löscht alle Sünden aus und sie werden ein neugeborener Mensch. Wenn sie mir jetzt diese Worte, das Glaubensbekenntnis, das ich eben schon erklärt habe, nachsprechen. Ich spreche es Ihnen vor und Sie sprechen es hier nach. Und dann können Sie nachher nochmal offiziell den Islam annehmen. Aber Hauptsache diesen Moment nutzen Sie, um den Islam anzunehmen. Denn wir wissen nicht, was im nächsten Moment passiert. Der einzige Moment, den der Mensch besitzt, ist der Moment, in dem er lebt. Weder der Moment in der Zukunft, noch der Moment, der vergangen ist. Denn der Moment, der vergangen ist, den besitzt er nicht, denn er ist schon vergangen. Er kann nichts mehr daran ändern. Und der Moment, der kommt, er weiß nicht, was dort passieren wird. Wir besitzen nur den Moment, in dem wir leben. Und deswegen nutzen Sie diesen Moment, um Ihr ganzes vergangenes Leben abzuhaken und sich jetzt zu verbessern. Deswegen sprechen Sie mir jetzt das Glaubensbekenntnis nach, mit der Absicht, den Islam anzunehmen. Ich spreche vor. Eschedu en la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wenn Sie das jetzt nachgesprochen haben, dann haben Sie gerade den Islam angenommen. Was sollten Sie jetzt als nächstes tun? Erstens, es würde uns freuen, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, dass Sie auf diese Art den Islam angenommen haben, weil das würde uns eine große Freude bereiten. Das Zweite ist, dass man, wenn man den Islam angenommen hat, erstmal eine Ganzkörperwäsche nehmen soll. Ja, das ist von der Sunna, das ist also erwünscht. Das heißt, das ist praktisch, als wenn man symbolisch seine ganzen Unreinheiten von sich abwäscht. Das heißt, man nimmt einfach erstmal eine Dusche, wäscht alles aus, plus Mund und Nase und das war's. Dann natürlich, wer den Islam angenommen hat,
ja, sollte, ja, es ist keine Bedingung, den Islam anzunehmen, beschnitten zu sein oder sich vorher beschneiden zu lassen, aber er sollte natürlich versuchen, so schnell wie möglich dorthin zu gehen, dass der Mann sich beschneiden lässt. Auch wenn es, wie gesagt, keine Bedingung ist, also man kann auch Muslim sein, ohne beschnitten zu sein, aber natürlich sollte man so schnell wie möglich versuchen, das zu tun. Was noch wichtiger ist, ist, dass sie so schnell wie möglich versuchen, das Gebet zu lernen. Und da empfehlen wir Ihnen natürlich unsere Seite, ja, wo unter den Videokategorien bei Fiqh und Ibadah genau berichtet wird, wie man das Gebet verrichtet. Und natürlich, und auch unter der Kategorie Neue Muslime. Da wird Ihnen das genau erklärt. Es gibt auch verschiedene Bücher zu diesem Thema. Ja. Und deswegen gebe ich Ihnen diesen Ratschlag. Und dann wäre es natürlich schön, wenn Sie uns sagen, wo Sie wohnen. Vielleicht kennen wir dort eine Moschee. Oder vielleicht kennen wir dort einige Brüder oder Schwestern, die Ihnen dann weiter in Ihren Schritten helfen können. Das ist meine Botschaft. Ich bedanke mich. Möge Allah uns alle recht leiten. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.